Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Haul-Video hier auf meinem Kanal. Haul bedeutet Ausbeute in der Sprache der sozialen Netzwerke, sage ich es mal. Google sagt, Haul bedeutet schleppen. Naja, ihr werdet wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen haben, wie viel ich so eingekauft habe. Und ich schüttel einfach mal alle Steine aus. Insgesamt sind es um die 15.000 Steine. Erste Bestellung. So, erste Bestellung. Autsch. So, zweite Bestellung. Dritte Bestellung. Vierte Bestellung. Ich habe hier kaum Platz für all das. Das heißt, es dauert ein bisschen länger, das alles auszupacken. Nächste Bestellung. Ja, okay, ich hatte es eigentlich schon ausgepackt, weil ich es durchgezählt hatte. Ja, waren größtenteils vollständig. Natürlich gab es wie immer ein paar Shops, wo Steine fehlten, wieso auch immer. Hab aber auch extra Teile bekommen. Das da ist noch von dem ausgefallen. Das kommt nicht von Saturn. Das ist natürlich hier jetzt unbezahlte Werbung, aber naja. Ein weiteres Paketchen. Dann noch ein Paket. Ja, das wird ein sehr anstrengendes Video. Ich stecke mal kurz mein Mikro an, damit ihr mich besser versteht. So, dann geht's weiter. Die größten Bestellungen kommen jetzt noch. So, dann hier die Rechnung raus. Ja, mein Tisch ist etwas zu klein für all diese Steine. Also die Bestellung war sehr gut eingepackt. Dann die da. Oh, da ist ja was rausgefallen. Das da und das da. So. So, die nächste Bestellung. Das ist auch noch rausgefallen. So, dann müssten wir, glaube ich, noch ja die Lego-Bestellungen haben, also die Pick-a-Brick-Bestellungen, die endlich eingetroffen sind. Mein Pflaster ist abgefallen. So, dann noch mehr Lego-Steine. Schön. Und dann noch eine Riesenbrickling-Bestellung, die ich versuche mit einer Hand auszuschütten. Das ist schwer.
schön. So. Ja. So, und da gibt es noch die Bestellung. Die ist aber mehr als unvollständig. Ja, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Händler, der mir das geschickt hat. Und wahrscheinlich, und das sieht so aus, als müsste ich ja, mich noch mit dem Händler ein bisschen streiten. Und deswegen lasse ich die Bestellung mal drin und werde die nicht aufschütten. Aber naja, wir haben ja viele Einzelteile hier auf dem Tisch. So. Ja, dann packe ich mal hier auch die Rechnungen weg, damit man den Händler nicht sieht. Und dass ich noch Werbung für diesen Händler mache. Das will ich überhaupt nicht. Der hat das nämlich gar nicht verdient. Okay, dann haben wir hier an die drei, doch, Moment, lass mich mal kurz überlegen, an die 13.000, nee, an die 15.000 Teile, also ein paar hundert Teile in der Bestellung, die ich jetzt nicht zeige. Und ja, dann gibt es noch Steine und Teile, die noch dazu kommen werden. Die dauern aber 6 Wochen. Darauf warte ich jetzt nicht mit dem Video. Ach ja, und es gibt ja noch dieses schöne Lego Dot Set hier. Naja, das zähle ich natürlich nicht zu den 15.000 bzw. 13.000 Teilen. Also 13 Teile von Bricklink und 2.000 Teile von Lego. Und dieses GWP, das zähle ich da auch nicht mit dazu. Dann gehen wir mal darauf ein, was ich hier so bestellt habe. Ich frage mich hier gerade, ob es überhaupt möglich ist. Ja, wir werden es einfach mal versuchen. Also, ich stehe mal kurz auf. Auf jeden Fall hier, ich packe das mal heraus. 400, nee, 500 2x2 Fliesen für Straßen und Gebäude. Braucht man immer. Dann, ja, okay. Das da hier, seht euch das an. Das ist überhaupt nicht schön. Hier die Fensterscheiben einfach in den Beutel mit den anderen Teilen reinmachen. Da zerkratzen die wahrscheinlich komplett. Ja, es ist nicht schön, aber kann man halt nichts machen. Pick-a-Brick halt. Ja, die Fenster. Die hier gerade runterfliegen. Ja, wir lassen das mal lieber, ja. Auf jeden Fall, alles in allem, haben wir hier einen riesigen Haul. Ja, insgesamt habe ich dafür, glaube ich, 1.354 Euro und ein paar Cent bezahlt. Ein Preis-pro-Teil-Verhältnis von 8 Cent. Ja, ist nicht das beste Preis-pro-Teil-Verhältnis, aber es ist okay. Sage ich mal so. Ja. Gebäude sind halt tendenziell teurer. Und sonst, was wir mit den Teilen machen, ja, das sind Teile eigentlich hauptsächlich für die Regalstadt. Ein paar für die Ritterburg. Dazu werden es auch, dazu wird, ja, okay, diese Reihe war nicht ganz so beliebt, wie ich gesehen habe. Ja, noch vor dem Ende dieses Videos, wahrscheinlich wird diese Woche kein Video aus der Regalstadt mehr kommen, weil ich muss diese Scheine auch einfach erstmal sortieren. Also ich versuche mal irgendwie zurückzugehen, aber das ist halt ein immenser Berg an Steinen hier, der hier so auf dem Tisch liegt. Ja, die werde ich erstmal sortieren müssen. Danach werde ich anfangen, die Straßen der Regalstadt zu bauen. Das wird wahrscheinlich auch lange dauern und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, wahrscheinlich wird das Video für die Woche, aber danach wird es versprochen richtig, richtig fetten Baufortschritt geben. Und darauf freue ich mich schon sehr. Ich kann es eigentlich kaum erwarten. Und damit war es das für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut und tschüss.